wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, gibt es seit neuestem KI-generiertes Minecraft. Ich meine, was soll da schon groß bei rauskommen? Deswegen dachte ich mir, ich schaue mir das selber mal an und guck, was alles so möglich ist. Viel Spaß! You're about to enter a first of its kind video model, a game engine trained by millions of gameplay hours. Every step you take will shape the environment around you in real time. Upload your own screenshot. Das werde ich auf jeden Fall machen. Okay, ich habe hier ein Bild gefunden von einem etwas älteren Minecraft-Server, wo ich mal mit ein paar Freunden drauf gespielt habe. Das hier ist Paul, Yubi, falls du noch irgendjemanden kennst. Paul, falls du das siehst. Grüße gehen raus. Und ich bin gespannt, was passiert, wenn man hier ein Bild einfügt, wo die Leute zu sehen sind. Deswegen würde ich sagen, let's go. Okay, Paul und ich sind auf jeden Fall erstmal schon mal verschwunden. Sind zu einem weißen Klotz geworden. Okay. Also mein Ziel ist es auf jeden Fall, in den Nether zu kommen. Und vielleicht ins End. Und hier ist ein Villager-Ding. Was jetzt kein Villager mehr ist, sondern die Wüste. Ist sehr verstörend hier. Okay. Ich glaube, ich muss einfach langsame Bewegungen machen, dass hier irgendwas funktioniert. Ich bin in einer Wüste. Ich habe sogar ein Inventar. Ach du Kacke. Ich habe eine Dia-Hose an, eine verzauberte. Und ich nehme irgendwelche Sachen aus meinem Inventar. Ich habe Millionen Sachen. Aber irgendwie habe ich noch keine Inventarleiste. Okay, ich muss irgendwie zu irgendwas Rotem kommen. Um vielleicht zum Nether zu finden. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wo ich bin. Irgendwie erkenne ich hier gar nichts. Oh, oder? Bin ich im Nether? Nein, stopp, zurück. Ich bin in einer Höhle. Doch nicht. Ich bin in irgendeiner Dimension gelandet, die ich nicht kenne. Eindeutig. Oder ich bin einfach in der Wüste. Goldblöcke? Okay. Ich bin im Goldbiom gelandet. Das ist der größte Trip, den ich glaube ich je hatte. Was zur Hölle passiert hier eigentlich? Ich hab ein Fadenkreuz. Kann ich was abbauen? Okay, weil das irgendwie gerade ein bisschen komisch lief. Ich glaube, ich nehme lieber mal was Vorgefertigtes. Vielleicht läuft es jetzt besser. Jetzt habe ich sogar eine Leiste. Ah, die hat wahrscheinlich einfach im Screenshot gefehlt. Kann ich Gras kaputt? Ich kann Gras kaputt machen, tatsächlich. Okay, das sieht mir alles schon viel besser aus. Und da oben ist eine Kuh. Ich versuche zur Kuh zu kommen. Hallo, Kuh? Kuh ist weg. Würde ich sagen, versuchen wir mal einfach zu schwimmen, I guess. Und zack. Und wir sind durchs Wasser geglitscht und sind plötzlich im Berg. Landschaft. Und hier ist ein toter Busch. Oder Kohle. Was bist du? Es ist was gedroppt. Und das möchte ich einsammeln gerne. Ich habe einen Stein eingesammelt und ich falle. Und what the fuck? Hier ist eine Höhle jetzt. Okay. Planks. Fence. Okay, wir bauen uns einfach ein Haus. Mein Ziel ist es einfach, in Nether zu kommen. Und vielleicht mir ein Haus zu bauen. Okay, vielleicht, wenn ich mich hier vorstelle. Bin ich auf einmal in der Wüste. Und mein Haus ist weg. Kein Wunder, dass die Leute das hier Demenz Minecraft nennen. Da ist was Rotes. Was bist du? Nein, was warst du? Es ist jetzt ein Schwein plötzlich. Was bist du? Und auf einmal ist hier ganz viel Holz. Ich habe keine Leben mehr. Okay, gehen wir mal in die Kakteen rein. Vielleicht passiert dann irgendwas.
plötzlich Zuckerrohr. Nein. Hier ist überall Zuckerrohr. Das ist eine riesige Zuckerrohrfarm. Lass mich hier raus. Nein. Überall Zuckerrohr. Ich habe keine Ahnung, was ich hier vor mir sehe. Sprinten wir einfach mal hin. Hoffen, dass es uns näher kommt. Ey, es ist wie in einem schlechten Traum. Man wird immer langsamer, man kann nicht sprinten. Einfach Albtraum. Okay. Sieht so aus, als würde es regnen. In der Wüste? Ich falle. Schnee. Komm schon, Hölle, komm schon, Hölle. Okay, was erwartet mich da vorne? Rot. Ich sehe rot. Bitte, rot, bleib da. Bleib da, rot. Nein, es verschwindet. Komm schon, dunkles. Come on, come on. Ich muss doch bald in der Hölle sein. So rot, wie es hier ist. Und orange. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein. Ja, nee. Nein. Ja, Feuer, ich sehe Feuer. Lass mich dahin. Nein, nein, Feuer wird zu Honig. Nein. Komm schon, komm schon. Lava? Nein, komm schon, komm schon, komm schon. Wenn ich jetzt hier so... Okay, das muss doch jetzt die Hölle sein. Ja, ja, einfach nur in die Richtung. Ich hab's gleich, ich hab's gleich. Ich habe vor allem nur zwei Leben und ich laufe auf der Lava. Okay. Oh, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ist das Standbild? Okay, probieren wir einfach mal einen Baum nochmal abzubauen. Ganz normales Minecraft. Oder du bringst mich in die Hölle. Was baue ich hier gerade ab? Komm schon, wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Es muss die Hölle sein. Komm schon. Gib mir die Hölle. Also ich bin in der Höhle, aber ich möchte in die Hölle. Ich hab's geschafft. Da, Glowstone. Nether, eindeutig. Das ist eindeutig die Hölle. Ja, let's go. Ich hab's in die Hölle geschafft. Ja, Lava. Ich hab's tatsächlich geschafft. Gegner? Bist du ein Piglin? Feuer? Ich glaube, ich sehe einen Piglin. Was ein Feuer, Alter. Toll. Toll. Ey, das ist ein absoluter Fiebertraum gewesen. What the fuck? Ich hab's in die Hölle geschafft, aber ich habe definitiv zu lange dafür gebraucht, um genau zu sein. Diese Aufnahme läuft über 38 Minuten. Gefühlt die Hälfte der Zeit hat irgendwas nicht funktioniert und what the actual fuck war hier los? Deswegen würde ich sagen, hoffentlich hat euch das Video gefallen, was auch immer das hier für ein random Video ist. I don't fucking know. Keine fucking Ahnung. Es ist gerade auch wieder abgestürzt.